Also Versuch Nummer 2 oder 3. Also, das ist die Insel, meine Insel Mallorca. Hier ist der Airport, gleich De Palma bei der Hauptstadt. Wir sind aber wohnen hier in Alcudia, hier, Playa de Muro. Diesen Burger King, glaube ich, das ist er, den seht ihr dauernd auf dem Video. Hier wohnen wirklich hier in der Mitte, in dem... Ja, in dieser Bucht, dieser wunderschönen Bucht. Ihr habt die Bilder gesehen, hier ist der Laufsteg. The Stairway to Heaven nenne ich das Ding immer. Da, wo die Kinder auch gefischt haben, die Einheimischen. Der Bootsteg, genau. Wir sind heute allerdings dort. Wir haben uns heute wirklich die Nordspitze, der Norden, wirklich die letzte Nordspitze angeschaut. Und da waren wir auch heute. Wir sind im Formentor gewesen, also sprich hier irgendwo in der Hafenstadt, ich weiß nicht mehr welches, ich glaube das war hier. Sind wir mit dem Bötchen rübergefahren nach Formentor. Ja, genau. Und von da sind wir wieder mit dem Bus, ganz spektakulär. Also wir haben das Türmchen gesehen, konnten leider nicht aussteigen, weil es schon zu spät war. Und wer das Video sieht, wird auch verstehen warum. Weil das ist ja, sehr spektakulär gewesen. Sind dann mit dem Bus dann wieder runtergefahren, hier nach Alcudia ein paar Leute abgeschmissen. Ja, wieder zurück nach Hause, nach Playa de Muro. Wo wir gestern waren, wir waren auch hier. Es muss hier in der Nähe des Airports gewesen sein, weil ich habe dauernd Flugzeuge. Wir waren auch beim Ballermann. Einmal gibt es hier irgendwo ein riesengroßes Aquarium. Also Palma de Aquarium und wir waren aber auch hier zwischendurch beim Ballermann. Das muss irgendwo hier gewesen sein. Ich habe auch ein paar Burger Kings gesehen und dauernd irgendwelche Flugzeuge fliegen sehen. Ja, das war die Tour 2012. Morgen gehen wir nach Palma wieder. Palma by Night heißt das. Ja, da heißt es Verona shoppen. Ja, wird so das letzte Highlight sein. Für diejenigen, letztes Jahr 2011 waren wir auch bei Palma. Tagsüber war eine schöne Sache und wir waren auch dort. In den Drachenhöhlen und natürlich in Manacor, da hat sich Ronan die Perlen verliebt. Allerdings mal gucken, ich glaube, das wird mit dem Perlenkauf dieses Jahr nicht mehr. Ja, was ich noch pervers zeigen wollte, guck mal, wie viele Burger Kings. Grauenhaft. Ronan wurde dauernd mit ihrer Arbeit konfrontiert. Burger King, Burger King, Burger King, Burger King, Burger King. Und nein, ich war nicht drin, weil in diesem Hotel gibt es gescheit genug Essen und auch Picknick. Deswegen habe ich bis jetzt heute noch nie was außerhalb einkaufen müssen. Nicht, dass ihr glaubt, ich habe mich durch sämtliche Burger Kings gefuttert. Nein, das habe ich nicht. Ich habe mich nur durch die halbe Cocktailkarte gesoffen, wer das letzte Video gesehen hat. Ja, das habe ich gemacht. Ja, wie gesagt, es gibt noch so viel zu entdecken. Also ich werde bestimmt in meinem Leben noch ein paar Mal meine Insel besuchen. Peace.